Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Zetrikun, und heute schauen wir uns zusammen das letzte Update der Roadmap 2024 an, wo es um den Koop-Modus geht und natürlich auch um die neue Karte, um den Release-Date, und da sind ganz viele Sachen wieder versteckt in ihrem kurzen Trailer. Erst schauen wir uns den Trailer an und dann besprechen wir den und wie es mit der ganzen Sache weitergeht. Hi there. Hello. Will you drink with me? I wish. That's okay. Fine, you can visit. Wie ihr gesehen habt, es steckt wieder einiges drin und ich freue mich tierisch drauf. Also der Trailer macht einfach Lust, denn es ist deutlich mehr als einfach nur ein Release-Trailer. Und da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen. Als allererstes wird natürlich erstmal die Frage geklärt, die längere Zeit im Raum stand, ja. Wie groß wird der Koop sein? Wird das nur von einer Person und zwei, also zwei Personen sein, klassischer Koop? Oder wird es mehr hochgehen? Und jetzt wissen wir Bescheid, 1 bis 4 Leute, also... Eins ist natürlich da nicht Koop, aber ihr wisst, was ich meine. Und was ich sehr, sehr interessant dran finde, das sehen wir hier ganz am Anfang relativ gut. Sie werden sehr viel Wert auf Zusammenspielen legen, auf dieses wirklich miteinander interagieren. Also man kann nach wie vor alles alleine machen und wir werden auf Twitch auch als erstes einen Singleplayer spielen, ne, die neue Karte. Aber es ist ein sehr großer Fokus, miteinander auch wirklich Dinge langfristig zu unternehmen. Nicht nur das Dorf aufzubauen, sondern, wie ihr hier seht, zusammen zu jagen, Bergbau, halt alles, was man zusammen machen kann. Und da sehen wir einige Dinge. Hier zum Beispiel seht ihr gerade, wie sie einmal gewunken hat. Klingt jetzt blöd, was ist daran besonders? Naja, dass sie auch anfangen, solche immersiven Sachen für die Charakter selber einzubauen. Sowas wie, blöd ausgedrückt, aber sowas wie Emotes, also dass man winken kann und sowas. Mag für den normalen Survival-Spieler jetzt nicht ganz so interessant sein, aber gerade für Leute, die längerfristig miteinander spielen wollen, ne? Zum Beispiel einen kleinen Community-Server aufsetzen wollen, was wir wahrscheinlich vorhaben, ist das schon sehr, sehr interessant, weil das einfach dieses RP stärkt. Und dieses RP ist einfach eine Sache, die gerade in Medieval Dynasty sich ja sehr, sehr anbietet, wenn du mit mehr als einer Person spielst. Was noch nicht beantwortet wird, denn du bist die ganze Zeit hier in ein und im gleichen Dorf, ist die Frage, können wir unterschiedliche Dörfer bauen? Also kann jeder sein eigenes Dorf haben oder eben nicht? Bisher zeigt das aber relativ klar, zumindest nach dem, was wir derzeit wissen, dass das nicht möglich sein wird, sondern dass wir alle zusammen an dem gleichen Dorf bauen. Was ich aber grundsätzlich jetzt nicht verkehrt finde, sondern im ganzen Gegenteil, das ist eigentlich eine schöne Sache und verstärkt die Immersion. Das Interessante daran ist, wie ihr hier auch gesehen habt, also es ist auch wirklich angedacht so ein bisschen von ihm, dass man zusammen jagt, also wenn man zusammen auf der Jagd ist, dass man unterschiedliche Waffen auch nimmt. Also nicht jeder den klassischen Langbogen oder Recurve-Bogen und los geht's, sondern dass man sich auch so ein bisschen aufteilt und dass aber trotzdem weiterhin diese Freiheit, die du in dem Spiel ja hast, gewährleistet bleibt. Also, dass es dann nicht plötzlich so wird wie in so manche Survival-Spiele oder vor allem auch in MMOs. Du musst dich festlegen, du bist jetzt das und das bist du und fertig, ja. Sondern, dass du wirklich frei weiterspielen kannst und dass vor allem die Immersion, das Bauen, das Erleben des Spieles, des Mittelalters auch, in diesem Spiel weiterhin sehr weit oben stehen wird und sehr, sehr
wichtig bleiben wird vor allem. Was auch ganz interessant ist, der komplette Trailer ist auf der neuen Karte gehalten. Kurz dazu, ich werde euch die ganzen Dörfer Step by Step, sobald es raus ist, vorstellen. Ne? Wir werden es ja dann live auf Twitch spielen. Aber ich werde euch hier natürlich auf YouTube auch Step by Step die ganzen Dörfer, schöne Locations und so weiter vorstellen. Weil ich denke, das wird eine sehr interessante Sache. Denn die Karte soll ja größer sein als die alte Karte. Und dementsprechend kann man ganz schnell ganz viel aus den Augen verlieren. So, das nächste, was für mich sehr schön ist, es klingt jetzt als selbstverständlich bei Koop, aber ist es tatsächlich nicht. Also du kannst auch wirklich deine eigenen Projekte abziehen, ja. Nicht unbedingt unterschiedliche Dörfer bauen, also nichts, was wir in dem Trailer sehen, lässt darauf hinweisen, dass wir sagen können, jeder kann sein eigenes Dorf bauen. Finde ich nicht schlimm, im Gegenteil, es verstärkt die Immersion. So, und das im Groben und Ganzen soll es auch gewesen sein, bis auf eine letzte wichtige Geschichte, denn hier seht ihr schon, ne, ab dem 7. ist es verfügbar für uns PC-Spieler über Steam. Leider müssen die Konsolenspieler und die anderen PC-Plattformen noch ein bisschen warten. Also Quartal 1, Quartal 2, ne, also so spätestens, naja, Mai, Juni nächsten Jahres sollte es dann für alle Plattformen da sein. Ich gehe eher vom Mai aus. Aber nichtsdestotrotz bringt uns viel Spaß. Ich bin gespannt. Dann bleibt uns abschließend noch so ein bisschen zu klären, wie geht's jetzt weiter? Kommt danach noch was? Und da kann ich euch ziemlich sicher, nicht hundertprozentig, aber ziemlich sicher sagen, ja, es geht weiter. Also es sind noch neue Inhalte geplant. Das Spiel ist nicht abgeschlossen. Es wird weitergehen. Ob es weiter in dieser kostenlosen DLC-Politik bleiben wird oder dass sie dann auch anfangen, jetzt mal Geld zu nehmen für die DLCs, was ich ihnen gönnen würde, das ist die große Frage. Aber die soll uns jetzt nicht so groß beschäftigen. Es wird damit weitergehen, damit hier natürlich auch auf dem Kanal hier, ist ganz klar. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich freue mich tierisch drauf. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare. Werdet ihr jetzt noch schnell einen Run starten? Schon so aus Vorfreude heraus? Habt ihr schon richtig Lust? Ich auf jeden Fall. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.